Als Olaf Scholz und seine Mitstreiterin Clara Geiwitz am Abend in Richtung Bühne gehen, wissen sie bereits, dass dort gleich andere jubeln werden. 53-45% alle Beteiligten rufen als Ziel die Einigkeit in der SPD aus. Versöhnung statt Spaltung. Wir haben beide kandidiert, um die SPD stärker zu machen. Und natürlich gilt das jetzt auch weiter. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist. Alles Gute. Uns ist sehr bewusst, dass das hier nicht eine Frage von Sieg oder Niederlage ist, sondern dass es eine Frage ist, diese eine großartige sozialdemokratische Partei zusammenzuhalten und da, wo sie schon mal ein bisschen auseinanderstrebt, auch wieder zusammenzuführen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete und der ehemalige Finanzminister von Nordrhein-Westfalen wollen den Kurs der SPD verändern und dann überprüfen, ob sich dieser Kurs auch in der Großen Koalition umsetzen lässt. Die Union muss sich also auf Diskussionen und Forderungen einstellen. Es geht jetzt darum, nicht über Parteien zu diskutieren, sondern die Frage, vor welchen Herausforderungen steht Deutschland, dieses Land gut zu regieren. Und dafür gibt es eine Grundlage. Und das ist der Koalitionsvertrag, der zwischen der SPD und der Union geschlossen wurde. Und daran hat sich nichts geändert. Am Abend in Äthiopien zwei GroKo-Minister auf gemeinsamer Dienstreise. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte auf ein anderes Ergebnis bei der Stichwahl gehofft. Jetzt sagt er: Ich glaube, dass Sozialdemokraten weiterarbeiten sollten für dieses Land, auch in Regierungsverantwortung. Dass wir viel erreicht haben, ist kein Geheimnis, dass wir noch viel vorhaben auch. Aber das will man in Ruhe auf dem SPD-Parteitag miteinander besprechen und dann auch klar entscheiden. Die SPD, eine Partei auf der Suche nach der eigenen Zukunft, schlägt ein neues Kapitel auf. Mit Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans an der Spitze.